Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute geht es um ein Unboxing und Ersteindruck der Treebit Quiet Plus 72 und die wurden mir hier zugeschickt zum Testen und ich durfte hier einmal zuschlagen. Das ist so eins der ersten preisgünstigen Over-Ear-Headphones, die jetzt auch mit USB-C daherkommen. Ich habe ja lange Zeit gesagt, dass ich bei den preisgünstigen nicht verstehe, warum die da noch nicht das USB-C verbaut haben. Die neue Generation von Kopfhörern mit aktivem Noise Cancelling kommen jetzt mit USB-C und das macht die quasi future-proof und zukunftssicher also. Und wir packen das Ganze einfach aus und gucken, was sich hier in der Verpackung verbirgt und wie sich diese Quiet Plus 72 verhalten und schlagen. Hinten mal gucken, was hier drauf steht. Bluetooth Version 5.0. Profile, unterschiedliche Bluetooth-Profile gibt es hier, die sagen mir jetzt nichts wirklich. Also Speaker-Unit, das sind die Treiber, 40 mm Treiber und Lithium-Polymer-Akku ist hier drin. Up to 3 hours, also 3 Stunden Ladezeit. Ich hoffe, dass es hier auch so eine Art Schnellladezeit gibt, also wenn man dann 5 Minuten lädt, dass man da einen Großteil der Akkuleistung schon wieder hat, um da eine Stunde vielleicht zu hören. Aber mehr sehe ich hier hinten nicht. Und hier nochmal Logos dazu, zu den Funktionen des Ganzen. Hier einmal faltbar, Hybrid Noise Cancelling, also so eine Art Mischgeräuschunterdrückung und Superior Sound, heißt also super guter Sound. Und ja, wir packen das Ganze einfach mal aus. Schneide ich einfach mal hier so ein bisschen in die Packung rein. So. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Und ein schönes Hartschalen-Case gibt es hier einmal dazu. Und das fühlt sich schon mal sehr gut an von der Haptik und der Materialqualität. Ist so ein bisschen Kunststoff, riecht auch so ein bisschen nach Chemie, aber nicht so extrem wie so manch anderes China-Produkt, was ich schon hier gesehen habe. Und ich bin echt überrascht von dem Case. Also das ist, macht einen sehr guten Eindruck. Der Reißverschluss auch. Und wenn man das hier einmal öffnet, da sehen wir hier drin einmal die Bedienungsanleitung und eine kleine Garantiekarte, wenn ich das hier rauskriege. Ja, sieht schon mal sehr cool aus. Die Bedienungsanleitung und das Gerät hier selbst. Liegt hier gefaltet, wie ähnlich wie die Sony WH-1000X, die hier mein Dauerrenner sind. Aber der erste Eindruck schon leichter als ich dachte. Außen hier sehr kühl, also ist so ein Aluminium-Metall und macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Das Kabel hier, das sieht mir sehr billig aus und das macht so ein bisschen die ganze Präsentation ein bisschen kaputt. Also bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich schon, dass es sehr gut präsentiert wird. Das hätten die vielleicht in einer besseren Tüte machen können. Und die Kabel, ich denke nicht, dass das hochwertige Kabel sind. Das ist oft so bei günstigen Modellen. Da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass man da sehr billige Kabel bekommt. Hier ein normales USB Typ A auf Typ C und nochmal so ein 3,5 mm Audiokabel. Ja, das sieht mir auch so ein bisschen flimsy aus, aber nichtsdestotrotz machen ganz guten Eindruck hier. Das Case und die Kopfhörer selbst. Das ist, finde ich, auch ein bisschen zu einfach, dass das hier so leicht rausklappt. Die Scharniere sind halt sehr leicht. Ich weiß nicht, ob man da hier das Ganze vielleicht mit den Schrauben etwas festziehen kann. Aber nichtsdestotrotz, so von der Wertigkeit macht das schon einen ganz guten Eindruck. Ist ein bisschen leicht, aber ich denke schon, dass man da gut ein Jahr mit auskommen kann, ohne dass da was kaputt geht. Aber hier das Innenleben
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fühlt sich wertig an und dann aber doch nicht. Und das ist etwas, was ich hier auch vor allem in der Ohrmuschel merke. Das ist nicht so glatt, das ist so abfällig und man spürt da so einzelne Komponenten. Das hätte man vielleicht auch besser machen können, aber der Schaumstoff hier, der fühlt sich ziemlich gut an und ich werde das Ganze einfach jetzt mal testen, anmachen und mit ein bisschen Musik probieren. So, dafür gehe ich erstmal in die Einstellung unter Bluetooth, so, und werde hier das Ganze erstmal einschalten. Wie macht man das? Hier an der Seite gibt es drei Tasten, vor, zurück, das sind auch gleichzeitig lauter, leiser, und in der Mitte Play, Pause mit Power-Taste. Hier unten das USB-C-Ladeanschluss. Auf der Seite war es das dann, und dann auf der anderen Seite einmal das ANC. Das funktioniert wohl auch im ausgeschalteten Zustand, weil das grüne Lämpchen leuchtet hier einmal und einmal der Anschluss für das Audiokabel. Und ich werde das ganze ANC direkt einmal probieren im ausgeschalteten Zustand und euch sagen, wie das Ganze hier sich anhört. So, einmal aufgesetzt hat man natürlich Noise Cancelling durch das passive Over-Ear-Design schon einmal. Das schluckt ein bisschen Umgebungsgeräusche und ich höre mich schon ein bisschen dumpfer. Und jetzt schalte ich das ANC einfach mal an. Ja, das ANC ist ganz cool gemacht. Ich höre jetzt so gut wie nicht das Ventilatorrauschen von meinem Licht, das ich hier einmal habe. Das hört sich ganz gut an und jetzt schalte ich das Ganze einfach mal an. Power on, sagt er. Und werde jetzt einfach mal nach den Kopfhörern suchen. So, der TV ist es nicht. Und Tribit Quiet Plus 72. Connected. Und der Sound von den Ansagen, der ist jetzt nicht so optimal, aber das kennen wir von so Budgetgeräten. Die sind jetzt nicht immer so ganz cool. Und ich höre mir mal Big Sean's neues Album an. Ein Lied fand ich ganz gut, aber ich habe es nur einmal gehört, deswegen weiß ich nicht, wie es hieß, aber ich fange einfach von vorne an. Habe ich jetzt einfach mal mit ein, zwei Songs getestet und ausprobiert und ich muss sagen, die Soundqualität überzeugt mich leider nicht so ganz. Die Tribits sind sehr komfortabel auf den Kopf und fühlt sich ganz gut an. Ich könnte mir auch vorstellen, das über längere Perioden einfach mal zu tragen und ohne, dass es sich sehr schwitzig unter dem Kopf anfühlt. Von der Materialqualität überzeugt es auch. Also ich finde echt gut, dass hier mit so einer Art Metall gearbeitet wurde und dass hier das Ganze sehr hochwertig daherkommt. Aber dann hört das Ganze auch schon auf. Ich finde die Tribit Quiet Plus 72 von der Soundqualität einfach nicht überzeugend. Und das liegt daran, dass es sich hier um Kopfhörer handelt, die sehr in Richtung Höhen gehen und man hat so einen hart Hiss in den Ohren, wenn es laut wird und die Sprache oder besser gesagt die Rap-Lyrics, das hört sich einfach nicht gut an. Und das wird besser, wenn man das Noise Cancelling aktiviert, dann wird das Ganze ein bisschen mehr basslastiger, aber nichtsdestotrotz ist es kein ausgewogener Sound und ich finde, da hat man auf jeden Fall schon Besseres gehört, da habe ich auf jeden Fall auch schon Besseres gehört. Ich verlinke euch hier einmal meine Favorites im Budget-Bereich und von mir gibt es für die Tribit Quiet Plus 72 leider keine Kaufempfehlung. Die Quiet Plus 72 sind halt auch Noise-Canceling-Kopfhörer und da muss ich sagen, das Noise-Canceling ist sehr gut. Das ist für den Preisbereich akzeptabel und überraschend gut dann eher sogar. Aber die Soundqualität, die überzeugt mich. Und wenn es ein gutes Noise-Canceling ist, aber die Soundqualität nicht so gut ist, dann kann ich es leider nicht empfehlen, aber ich kenne Leute, die halt gerne auch mit Equalizer-Einstellungen spielen. Ich bin da jetzt nicht der Fan von. Ich möchte, dass die von Haus aus super klängen und das ist hier leider nicht der Fall. Deswegen leider bei mir durchgefallen, aber nichtsdestotrotz
machen sehr guten Eindruck. Und ich bin schon happy, dass man jetzt vor allem sieht, dass hier die Budget-Kopfhörer auch mit USB-C kommen. Und ja, das soll es dann von mir gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.